Okay, our next. Also, unser nächster Vortrag ist Network Security eingeschoben, reingeschmuggelt. Und er erklärt, wie man die Sicherung von Computernetzwerken aufskalieren kann und insbesondere in existierenden Netzwerken. Er ist ein ehemaliger Pentester und jetzt ist er ein Blue Team Mitarbeiter. Bitte einen Applaus für Maximilian. Thank you. Vielen Dank. Hi everyone. My name is Max Burkhardt. Mein Name ist Max Burkhardt und ich bin heute hier, um euch zu erzählen, wie die anderen Sicherheitsingenieure und ich um ein starkes Netzwerksegmentierungsmodell umsetzen. Ich bin ein Sicherheitsingenieur bei Airbnb und die praktische Arbeit ist in diesem Netzwerk passiert. Aber die Techniken, die ich hier angewendet habe und zeige, die lassen sich leicht auf andere Netzwerke übertragen. Und ich werde über die technische Theorie dahinter, hinter dem Ansatz erzählen und wie wir es ausgerollt haben. Und dann zeige ich auch gute Beweise, dass es funktioniert hat. Also lasst uns darüber reden, wie man das in 2018 macht. Segmentierung war eine gute Sache. Wir wussten, dass es also Probleme geben würde. Wenn es jetzt ein Zero-Day war, war es ganz schlimm, aber manchmal wurde auch einfach nur vergessen, einen Server zu patchen. Und Segmentierung gibt dir die Kontrolle, die einzelnen Bereiche unabhängig voneinander zu halten und dass ein Einbrecher halt nicht sofort an alles drankommt. Und dass auch unsere Teams haben Zeit haben, den festzustellen. Und es funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Wir wissen, warum es nicht mehr so geht. Wir sind ein kleines Sicherheitsteam und das Netzwerk ist schnell gewachsen. Und wir müssen unsere Arbeit so priorisieren, dass es da am meisten bringt und dass es meistens außen an der Außengrenze, wo man zum Internet geht. Und das heißt also, wir haben eigentlich eine harte Schale und einen weichen Kern. Und wenn der Angreifer außen die harte Schale durchbricht, dann hat er es häufig einfacher. Und wir wollen das natürlich nicht. Und jedes Sicherheitsteammitglied möchte das natürlich nicht. Aber Veränderung ist schwer. Und besonders mit einem großen Netzwerk. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen Gefühl dafür geben, wie groß unser Netzwerk ist. Unser Produktionsnetzwerk hatte 2.500 Services und wir hatten 20.000 Knoten. Das ist sowas wie ein Host. Also entweder ist eine Instanz im EC2 oder ein Kubernetes-Pod. Und unsere Ingenieure, die haben hunderte von Services pro Tag ausgerollt. Und da jetzt Segmentierung einzubauen, ist schwierig. Und das ist sehr stark serviceorientiert. Und die reden auch viel miteinander. Das heißt also, festzustellen, wo die Zonen sind, ist schwierig. Ist nicht offensichtlich. Und unsere Entwicklerproduktivität ist natürlich wichtig für uns und meine Manager und deren Manager. Wenn man 1100 Ingenieure hat, die da Code schreiben und dann wollen wir die natürlich nicht bremsen. Das ist eine teure Sache. Wie sollen wir das machen, dass wir von einem Netzwerk, was in der Mitte einen weichen Kern hat und eine gute Segmentierung hat, zu einem sicheren Netzwerk, ohne dass wir die Sicherheit anhalten? Und das, was wir häufig hören und was man auch beim Pentesting hört, und wenn man da reinkommt und da Dinge macht, ohne dass jemand was merkt, das ist, wenn man Verteidigung macht, genauso wichtig. Man muss reingehen und Dinge tun, ohne dass jemand was merkt. Also unsere Theorie hier. Wir müssen aufhören, über Sicherheit als einen Layer zu denken,
der ein weiterer Schritt im Wasserfallmodell ist. Das ist vielleicht das, was wir vor 30 Jahren gedacht haben. Ich baue eine Anwendung und dann hinterher mache ich Sicherheitstechnik und dann tue ich sie in Produktion, aber das geht aber heute nicht mehr. Heute macht man Dinge anders. Da gibt es agile Sicherheit, DevSecOps, SecDevOps. Und das ist die Vereinigung von Software Engineering und Security Engineering, dass man das gleichzeitig baut. Das haben wir jetzt nicht erfunden, sondern das ist halt einfach so, wie man es heute macht. Und wenn man Anwendungen entwickelt, das müssen wir jetzt auch mit Netzwerksicherheit integrieren. Das Wichtige ist, dass es skaliert. Wir müssen eine Sicherheitslösung bauen, die mit der Größe skaliert. Es ist gut, dass wenn man faule Ingenieure und Sicherheitsingenieure einstellt, weil die nämlich Dinge automatisieren werden und das ist das Beste, was man haben kann. Wir sind gute Projektleiter und deswegen werden wir zuerst mal festlegen, was wir denn überhaupt erreichen wollen, die Requirements. Also was wir bauen, darf die Ingenieure nicht behindern. Die dürfen vielleicht wissen, dass es da ist, aber je weiter wir das aus deren Bereich raushalten, desto besser. Denn unsere Organisation hat natürlich andere Ziele. Sicherheit sollte der Standard sein. Und das haben wir eine lange Zeit verfolgt. Aber wir können auch darüber hinausgehen. Wir können aber das noch ein bisschen verbessern und können sagen, es sollte hart sein, eine unsichere Konfiguration auszurollen. Und wir wollen etwas, das so weit wie möglich flexibel ist. Und wir wissen nicht genau, was für Dienste oder Protokolle hier in 6 Monaten gebraucht werden. Zurzeit nutzen wir viel Linux auf Amazon, aber in Zukunft können wir vielleicht Haskell auf Azure brauchen oder irgendwie zu unseren eigenen Data Centers gehen. Wir brauchen also eine Lösung, die so agnostisch ist wie möglich. Meine nächste Slide ist die ganze Lösung in 2 Sätzen. Wir werden TLS für Authentisierung und Vertraulichkeit in das Service Directory einbauen. Und damit kann man die Zugangslisten automatisch finden, um Null-Konfiguration Sicherheit zu gewährleisten. Jetzt kann man damit verteilte Systeme zusammensetzen, die automatisch gut konfiguriert sind. Ich habe also jetzt hier drei Säulen gebaut. Wir lieben TLS. Das ist eins von den richtig guten Protokollen in der Sicherheitsindustrie. Und es gibt uns klasse Sicherheitsgarantien. Also erstmal müssen wir alles darauf ausrichten, dass es TLS nutzt und dass es überall läuft, ohne Anwendungsintegration. Die zweite Säule ist die Identität an Knoten binden. Vielleicht hat man in der Vergangenheit Subnetze oder IP-Adressen gemacht. Aber heute brauchen wir das nicht mehr. Wir können unsere eigenen Konzepte definieren und können die TLS-Identitäten verwenden. Und das Dritte ist, wir werden eine Autorisierungs-Map bauen. Und da werden wir herausfinden, nachdem wir herausgefunden haben, wie die Daten durch das Netzwerk fliegen, und dann können wir also diese Zugangsrechte automatisch generieren und dann auch feststellen, wie die Zugriffe funktionieren dürfen sollen. So funktionieren die Teile. Hier ist ein Beispiel mit 3 Knoten. Jedes von diesen Knoten hat ein Zertifikat, mit dem es sich identifiziert, und die können miteinander durch TLS-Tunnel kommunizieren.
und die haben Autorisierungslogik, die durch eine zentralisierte Karte festgelegt wird. Hier ist die erste Säule, das Ausrollen von TLS, die Umsetzung von TLS. Wir schauen uns die Tunnel an. Wir müssen ein paar Grundzüge klarstellen. Wir benutzen gegenseitiges TLS, was ihr habt bestimmt vom traditionellen TLS gehört, das benutzt euer Webbrowser die ganze Zeit. Habt ihr einen Client, der normalerweise holt sich das Cert, der macht sich sicher, dass es dem Domainnamen übereinstimmt und guckt, ob das out-of-the-box macht das Authentifizierung in beide Richtungen. Der Client, der hat auch im Das ist schwer einzurichten in im Netzwerk. Kannst du nochmal? Also in meinem eigenen Produktionsnetzwerk funktioniert das wunderbar. Das ist wunderbar. Und jetzt können wir in beide Richtungen starke Authentisierung haben. Und wir wissen, wie man mit solchen Systemen umgeht. Nicht nur können wir sicherstellen, dass Klienten solche Services haben. Die Server können schauen, wer mit ihm redet und überprüfen, dass der das auch dürfen sollte. So, jetzt kommt Services entdecken. Ich habe das nicht so viel gehört, bevor ich nicht bei so großen Cloud-Firmen gearbeitet habe. Im Kern ist das so, dass wir also einen Haufen Services haben und einen Knoten, der muss finden, mit wem er redet. Und DNS ist das älteste von diesen Diensten oder einer der ältesten. Wir wollen Google Search gehen, das heißt also, ich schaue google.com nach und der DNS, der kann Google Services für mich geben. Und das ist immer komplexer geworden und die Hosts sind sehr flexibel und Zeug bewegt sich rum und die sind eigentlich in allen modernen serviceorientierten Architekturen. Und das ist ein bisschen problematisch für Sicherheit, weil wenn man es falsch macht, das versucht eine Karte zu sein und man sagt ihm, hier ist der eine Service und da ist der andere Service und man kann das nutzen, um Sicherheit umzusetzen. Also was wir genutzt haben, ist SmartStack. Und wir haben unsere Sicherheitsextension auf das oben drauf gesetzt. Und diese Konzepte können auf die meisten angewandt werden. Hier ist, wie SmartStack funktioniert. Das haben wir als Open Source vor ein paar Jahren hergestellt. Wir nutzen Zookeeper und den HA-Proxy. Und wenn man sich das Beispiel anschaut, der zweite Knoten, der hat einen Service B angeboten und der berichtet in einen Zookeeper und sagt, hallo, ich bin hier und da kannst du mich finden. Und der Knoten 1, der möchte mit Service B reden und der holt sich die Adresse von dem Zookeeper und steckt das in die lokale Reverse-Proxy-Instanz. Und wenn der Service A jetzt den Service B aufrufen möchte, dann schickt er einen Request zum Localhost und der HA-Proxy, der kümmert sich darum, den Rest zu machen. Das war nicht für Sicherheit ausgerichtet. Alles kann in Zookeeper reinschreiben. Und das ist das Schlimmste, was man haben kann. Man fragt einfach nach einer Liste von Knoten und dann kriegt man alles. Aber ich zeige euch auf den nächsten Seiten, wie man da Sicherheit einbauen kann. Der alte Weg, wie wir uns damit verbunden haben, ist wie folgt. Service A möchte mit Service B reden. Der schickt einen Request nach Localhost und der schickt es dann rüber. Das geht dann rüber zu Service B, genau. Was wir hinzugefügt haben, ist ein
eine Schale. Und die läuft auf der Empfängerseite. Und wir haben die Proxys so umgebaut, dass sie also mit TLS funktionieren, und zwar in beide Richtungen. Und das heißt also, alles, was über das Internet geht, ist durch einen TLS-Tunnel. A und B ändern sich nicht. A schickt den gleichen Request und B kriegt den gleichen Request. Wir haben zwar radikal das Sicherheitsmodell geändert, aber wir haben die Services nicht geändert und die Ingenieure brauchten auch nichts zu ändern. Und damit kriegen wir unsere Unsichtbarkeit. Es gibt also zwei Service-Proxys, und weil die beide mit TLS sind und mit Authentisierung arbeiten, können die mit so einem Tunnel arbeiten. Und die Sicherheit hat das einmal gebaut und hat die über das gesamte Ding verteilt. Die gleichen Proxys können unabhängig von Sprachen und Protokollen und so weiter laufen. Und damit braucht man nicht alles autorisieren. Und damit haben wir also das Problem gelöst. Was hilfreich ist, ist, dass, wenn wir das auf beiden Seiten haben, ist, dass es sehr hilfreich ist für Nicht-Sicherheitsgründen. Sachen wie zum Beispiel konsistente Metriken, besseres Tracing, besseres Load-Testing. Wir kriegen das umsonst, indem wir mehr Proxys haben. Wir kriegen auch Unterstützung von Im Wesentlichen, was wir gemacht haben, ist das umgekehrt als das, was die NSA macht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Slide, wo wir Wir fügen nur SSL hinzu und wir lassen es dort. Und alle Pfeile rechts müssen dann TLS sein. Eine wichtige Sache ist das Konzept von Proxy ausschließen. Wir brauchen dieses. Es ist wichtig, dass wir über diese Proxys gehen, dass die einzige Möglichkeit ist, mit dem Service zu reden. Wenn dieser Service, also wenn der kann vielleicht HTTP mit dem Proxy reden und damit die ganze Sicherheit umgehen. Das heißt also, wir müssen darüber Gedanken machen, wie wir das ausschalten können, dieses Problem. Also wir haben jetzt den zusätzlichen Proxy implementiert und damit TLS überall eingesetzt und damit die Services stark, also die Architektur radikal verändert. Das Zweite, was wir wollen, ist die Segmentierung. Wir wollen nur, dass legitime Identitäten sich verbinden dürfen. So, und diese Zertifikate können benutzt werden, um diese Identifizierung durchzuführen. Wir müssen uns überlegen, was diese Zertifikate sagen und was sie sind. Also, wir versuchen, dass ein Knoten nur mit dem reden kann, wo man auch mit reden darf oder reden sollen dürfen. Die wollen vielleicht mit allem Möglichen reden für Business-Gründe, aber das müssen wir dann möglich machen. Und viele vorherige Segmentierungsversuche sind auf dem Subnetz-Level passiert. Und vielleicht sind sie über vordefinierte Kanäle zu anderen Sachen rausgekommen. Aber in einem Microservice-Netzwerk, da kann es vielleicht sinnvoller sein, auf einer Service-Ebene darüber nachzudenken. Vielleicht wollen wir die Zahlungskonfigurationsseite mit dem Backend, mit dem Service sprechen lassen. Aber wir haben auch einen Slackbot am Laufen, der Ideen an Ingenieure verschickt, und der sollte nicht damit reden dürfen. Und wir wollen das nicht als statische Ebenen von Hosts abbilden,
sondern wir wollen, dass es eine Liste von Identitäten gibt, mit denen sie verbinden dürfen. Und wir haben diese Arbeit gemacht, diese Proxies aufzubauen, damit die TLS verstehen und benutzen können. Und TLS ist wunderbar darin, Identitäten zu verifizieren. Jetzt können wir die Segmentierung machen, indem wir sagen, für diesen Listener, da dürfen folgende Dienste mitreden. Und jetzt können nur die richtigen Dinge miteinander reden. Wir müssen alle Knoten im Netzwerk identifizieren. Das wird in jedem Netzwerk ein bisschen anders aussehen, je nachdem, wie es aufgesetzt ist. Das heißt, man muss ein Konzept von der Identität finden und das muss bestimmte Attribute haben. Die Identität für den Knoten muss unterschiedlich sein. Wenn die alle gleich sind, dann haben wir ein zentrales Netzwerk. Wir haben eine Identität, was der Knoten nicht ändern kann. Wenn ich einen Host identifiziere, dann kann ich die Identität ändern und dann kann ich mich mit anderen verbinden. Es ist etwas, was ich automatisch finden kann, damit ich die Zertifikate verteilen kann. Wenn ich das mit einem Excel-Sheet mache, dann habe ich ein ziemlich großes Problem. Und ich muss das Konzept in einem Zertifikat widerspiegeln. Also wir wollten das in einen Subject Alternative Name von X509 reinfügen. Und die Rolle ist ganz gut dafür. Also wir geben den Dingen Identitäten auf Basis ihrer ihrer Funktionen. Und in AWS haben wir bestimmte Rollen und viele Services haben diese Rollen und die können nicht geändert werden, außer man hat sehr hohe administrative Rechte. Und das kann durch einen String abgebildet werden. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier machen. Wir geben allem eine Identität und wir machen Zertifikate, die den Knoten es erlauben, ihre Identität zu beweisen. Und wir bauen dann eine Karte, welche Identitäten, welche Dienste zugreifen dürfen. Und wir verteilen diese Karte und da steht dann drauf, wer das Payment Backend zugreifen darf. Und damit komme ich an einen Punkt, wo nur ganz wenige Hosts halt miteinander reden dürfen. Wie mache ich diese Karte? Das ist das letzte Segment von diesem Diagramm. Ich muss rausfinden, wer mit wem reden darf. Eine große Frage ist, wer sollte wem vertrauen? Wie komme ich dahin, dass ich mit minimalem menschlichem Aufwand herausfinde, was reden muss? Das, was ich erwähnt habe, ist die menschliche Aufwand, da die Segmentierung herauszufinden. Und wenn die Leute das halt von Hand machen müssen, dann ist es schwierig, das aktuell zu halten und sicher zu halten. Das heißt, wir wollen zu einer konfigurierbaren Liste. Und die Frage war, können wir das aus existierendem Code rausfinden? Können wir schauen, wie das Netzwerk aktuell funktioniert, wie unsere Konfigurationen definiert sind und das dafür nutzen, wie Kommunikation passieren soll? Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie man über Bedrohungen in der Organisation nachdenkt. Also wenn wir jemandem erlauben, dass er peer-reviewten Code in das Config-Management-System reinstecken darf, dann hast du schon ziemliche Rechte in der Organisation. Und in unserem Fall haben wir
folgendes Repository für Chef. Und das kann zu allen Knoten was verteilen. Und das beschreibt schon die Abhängigkeiten von den Diensten in der maschinenlesbaren Art. Hier sieht man, der Service 1 hat eine Abhängigkeit von der Production Database, von dem Production Cache und von dem Monitoring Service. Und das ist in einem Repository, das ist sehr, sehr stark kontrolliert und man muss ein Ingenieur sein, der also Peer Review kriegt und so weiter. Und wir können das nehmen und können daraus rauslesen, dass also der Service ein Caller für die anderen drei Dinge ist und können das daraus bauen. Dafür haben wir den Dienst, der Arachne genannt ist. Das ist die griechische Göttin der Spinnen. Und das ist das geht regelmäßig zu unserem Chef-Repository und zu den Kubernetes-Artefakten und baut daraus diese Karte für einen bestimmten Dienst, was der dürfen soll, und schiebt die rüber in S3. Und dann können die von dort zu allen Knoten geschickt werden. Und die Barrieren, die wir hier machen, die hängen davon ab, wie wir über Insider-Bedrohungen in meiner Firma nachdenken. Wir vertrauen unseren Ingenieuren und wir schauen CI-Chats an und wir schauen, dass also unsere Ingenieure auch der Firma treu sind. Aber manchmal will man halt mehr Kontrollen haben. Und das System hier ist sehr flexibel. Wir brauchen ein System, was automatisch so viel finden kann, wie es kann, und dann halt diese Karte generieren. Wenn man mehr Kontrollen haben will, wenn das Ding jetzt eine neue Verbindung findet, dann kann man zum Beispiel das Security-Team bitten, diese neue Verbindung zu überprüfen. Die können also hier Monitoring machen oder zusätzliche Genehmigungen. Und man kann auch schauen, was mit wem redet. Wir können mit Autorisierung auch weiter vorausgehen. Bevor wir diesen ganzen Service Discovery Proxies das erzählen, weil wir einfaches TLS verwenden, können wir auf diese Protokolle uns verlassen. Und der Inbound-Proxy, den wir da eingebaut haben, der hat das Feature, dass man das Client-Zertifikat in den HTTP-Stream einfügen kann. Die meisten Protokolle, die wir nutzen, sind HTTP. Und das heißt also, immer wenn ein Service einen Aufruf kriegt, dann kann man halt den Header parsen und kann halt schauen, wer der Caller ist. So this is something. That sort of authorization control would have been really tough to implement. Das wäre sonst ziemlich schwierig gewesen, umzusetzen. Man hätte vielleicht Tokens oder Keys oder sonst irgendwas verteilen müssen. Aber das hier, das erlaubt es uns, die ganzen schwierigen Kryptosachen zu dem Security Proxy zu lassen und uns selber die einfachen Sachen zu machen. Das sind die drei Säulen. Wir geben jedem eine Identität, um sicherzustellen, dass sie sich gegenseitig authentifizieren können. Wir machen Segmentierung, indem wir bestimmten erlaubten Listen machen für Services, und automatisch sehen wir dann diese Karte, diese Abbildung. Ich bin nicht hier, um euch diese Lösung zu verkaufen, weil ich sie mag. Es gibt auch ein paar negative Seiten, von denen möchte ich euch was erzählen, bevor ihr euch das anguckt. Das sind ein paar Sachen, die wir uns jetzt angeguckt haben. Als erstes, man muss immer diese Karte synchronisieren von diesen erlaubten Listen oder irgendeiner Untermenge davon. Statt eine zentralisierte Erlaubung von in einer Firewall
machen wir es sozusagen in einer verteilten Weise. Das heißt, wir haben. You can use caching, which will make some. Man kann Caching benutzen, das macht manche Sachen einfacher. Ich erzähle euch, warum wir es gemacht haben, aber das kostet ein bisschen Update-Latenz. Es könnte langsamer sein, wenn ihr einen Cache benutzt. Als zweites, wenn TLS ein Problem hat, dann hat man mehr Probleme, als man je hatte, wenn man auf die normalen, die Grundelemente des Systems. But the reasoning here is basically if Begründung ist hier, wenn Heartbleed wieder passiert, already security is going to be, you know, working. Dann wird until we can get that patched on our front-end web service. Die Sicherheit. And so if we're going to be massively deploying new OpenSSL versions as quickly as we possibly can, that's going to end up patching up all these as well. So basically we are relying on the fact that major SSL issues are going to get a quick community response. Also wir verlassen uns darauf, dass große SSL-Probleme von der Community schnell gelöst werden. Adding more reverse proxies in your traffic. Wenn man jetzt mehr Reverse Proxies in den Traffic reinsteckt, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Wir haben interessantes Verhalten in unseren Services generiert und ich werde gleich ein bisschen mehr drüber sagen. Das Hinzufügen von TLS hat wenig kaputt gemacht, aber der extra Hop, der hat erstaunliche Dinge mit sich gebracht. Wir müssen Software laufen lassen, wo man den Traffic empfängt, und wir brauchen einen sicheren Listener, der dazuhört und diesen Traffic empfängt. Aber wenn wir jetzt gehostete Services haben, wo wir das nicht installieren können, oder wenn wir Herstellergeräte haben, dann wird das schwierig. Also tun wir normalerweise Proxyboxen davor. Finally, you are going to want some sort of certificate revocation. Und wir wollen natürlich Zertifikat Entfernung implementieren. Wenn irgendein Node geknackt wird, dann müssen wir das natürlich auch ausrollen. Es lässt sich machen, aber das sollte man natürlich mit einbeziehen. So, rolling it out. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie rollen wir es aus? This is something we did. Das ist jetzt nicht nur theoretisch, sondern das ist etwas, was wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass ich euch so viel von unseren Erfahrungen mit euch teilen kann. So, to start with sort of the technical details. Erstmal die technischen Details. Wir haben das aus Komponenten, die Open Source verfügbar sind, und daraus haben wir es gebaut. Wir haben Envoy als den Empfänger-Proxy genutzt und in der Service Mesh, in der Service Netzwelt ist er sehr beliebt. Er ist modern, er hat gutes TLS, er ist schnell und er hat viele Eigenschaften, die nützlich sind. Und er ist gut. Ein Problem mit Envoy ist HTTP 1.1. Da gab es ein bisschen komisches Verhalten in anderen Anwendungen, die nicht so strikt damit umgegangen sind. Aber Envoy war eine gute Wahl. Und wir migrieren, dass wir das auf der ausgehenden Seite auch nutzen. Also der Amazon IAM gibt eine Rolle und wir haben die Zertifikate verteilt auf Basis von dieser Rolle. Und damit haben wir kontrolliert, welche Services mit welchen reden dürfen. Der Arachne-Service, das ist ein bisschen Ruby-Skript und der lädt das Chef-Repository und die Kubernetes-Artefakte. Diese Autorisierungs-Map, die wird hoch und runtergeladen auf S3 und das nehmen wir als die Quelle für, wo das alles herkommt. Es braucht ungefähr 4 Minuten, bis wir das generieren und verteilen. Das heißt also 4 Minuten Verzögerung, bis das ermöglicht ist. Und unsere Erfahrung ist, dass das Ausrollen in Produktion langsamer ist. Das heißt also, wir haben jetzt keine neue Abhängigkeit geschaffen.
Wir hatten besondere Vorstellungen für Verfügbarkeit und insbesondere über das Cachen von den Ausgaben von unserem Arachne-Generator. Wenn der kaputt geht und aufhört, die zu generieren, dann wollten wir trotzdem, dass der Traffic weiter fließt. Wir wollten nicht, dass dieser Zentraldienst alles runternehmen kann. Wenn man diese Authentisierung dezentralisiert, dann wollen wir das natürlich auch als einen Vorteil nutzen können. Und dadurch, dass wir das aus S3 holen, können wir garantieren, dass wenn Arachne ein Problem hat, dass wir halt neue Topologien nicht so schnell zur Verfügung stellen können. Der Traffic geht trotzdem weiter. S3 ist letztes Jahr runtergegangen und dann hat es trotzdem noch irgendwie funktioniert. Die haben zwar keine neue Topologie runtergeladen, aber die hatten noch einen lokalen Cache auf der Platte und sind trotzdem weitergelaufen. Das ist eine Designentscheidung, die uns gut die sich bewährt hat. Der Plan für einen Rollout ist in 6 Schritte. Wir haben also zuerst diese Autorisierungsmap generiert und weil das alles Offline-Data war, das heißt also, wir haben viel Zeit verwendet, das ordentlich zu machen und auch zu überprüfen, dass es das ordentlich macht. Dann haben wir allem ein identifizierendes Zertifikat gegeben. Und das ist eine kleine Veränderung gewesen und die konnten wir relativ sicher machen und die haben wir halt verteilt und es war auch relativ einfach zu überprüfen, dass es funktioniert, bevor wir zum nächsten Schritt gegangen sind. Und haben also geschaut, dass die gut aussehen und dass die funktionieren. Als nächstes haben wir den Empfänger-Proxy installiert, um den ganzen Traffic zu kriegen. Jetzt ist noch kein Traffic durch diese Tunnel geflossen, aber wir haben den Pfad angeboten. Und das hat uns erlaubt, den Schritt zu verifizieren, bevor wir zum nächsten Schritt weitergegangen sind. Als nächstes haben wir angefangen zu testen und haben die Inhalte gebaut. Wir haben angefangen, ein bisschen Traffic durch diese sicheren Zuhörer zu schicken und waren in der Lage, das pro Service an- und auszuschalten. Wir haben ein paar ausgewählte Dienste gewählt, hohe QPS, niedrige QPS, HTTP, andere Protokolle und haben die eins nach dem anderen angeschaltet und Stresstests gemacht. Als fünftes waren wir dann radikal und haben wir dann alles umgeschaltet. Das ist nicht, wie man unbedingt Operations betreiben will. Und es gab 2 Leute, die auf diesem Projekt waren. Und es waren 1920 andere Ingenieure, die halt so schnell wie möglich anderes Zeug gebaut haben. Und wir hätten die nie eingeholt. Und das heißt, wir mussten ein System bauen, wo wir alles einschalten können und dann in einer neuen Kryptotext, also Non-Plaintext Zukunft angekommen sind. Und dann haben wir die lokalen Dienste an Localhost gebunden, um sicherzustellen, dass der Proxy genutzt werden muss. Erst nach dem 6. Schritt waren die Sicherheitsgarantien gegeben, aber und da hatten wir dann natürlich auch keine Möglichkeit, zurückzugehen. Also wir konnten einzelne Schritte zurückrollen. Jetzt zeige ich es nochmal visuell. Wir haben also mit den Knoten angefangen. Dann haben wir die Karte gebaut. Dann haben wir die IDs ausgerollt, die Zertifikate ausgerollt, hinzugefügt. Dann haben wir die Reverse Proxies mit der Logik installiert. Dann haben wir für einige den TLS angeschaltet. Und dann am Schluss haben wir alles live geschaltet. Wir haben das in April gemacht und eine ganze Menge ist gut gelaufen.
Wir sind von 15 TLS zu TLS gegangen an einem Abend, von 15 zu 70 an einem Arbeiten. Und anders wäre das auch nicht möglich gewesen. Wir haben sichergestellt, dass es viele andere Benefits hatte. Damit haben wir in der Organisation auch Unterstützung gefunden. Weil das alles beeinträchtigt, werden da natürlich die anderen Ingenieure nervös. Und zwar die Leute, die über Uptime interessiert sind. Also wir haben einfachere Konfigurationen als Vorteil angeboten. Die mussten jetzt nicht mehr lange drüber nachdenken, irgendwelche TLS-Verbindungen aufzusetzen, wenn sie Sicherheit brauchten. Wir haben Performance tatsächlich verbessert. Es gab 10 weitere Metriken. Und das war für die Operation, also für Operations sehr hilfreich. Wir haben sichergestellt, dass wir die richtige Einstellung haben. Wir konnten für Einzeldienste TLS-Routing hatten. Wenn also der Dienst ein Problem hatte, dann brauchten wir nicht alles zurückschalten. Wir konnten die Dinge, die funktioniert haben, benutzen und konnten einzelne Dienste zurückrollen, um die in Ordnung zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so gut liefen. Also alles durch einen Inbound-Proxy, das klingt gut auf dem Papier, aber wir haben ein paar komische Sachen gefunden. Von den 2500 Diensten sind die meisten ganz gut gelaufen. Es war nur ein kleiner Prozentsatz, der nicht gut verkraftet hat. Auf einmal kommt der ganze Traffic von Localhost. Und in der Spec darf man zum Beispiel die Kapitalisierung in den HTTP-Headern ändern. Und das haben nicht alle Dienste verkraftet. Außerdem hat der Reverse Proxy die Websockets nicht wirklich unterstützt. Am ersten Tag haben wir es nicht in Ordnung gemacht. Am ersten Tag hatten wir es dann. Und alle diese Dinge konnten wir überkommen. Aber das, was komisch war, oder was lustig war, hatte nichts mit den Sicherheitseigenschaften zu tun. Unser Testen, so wie wir es angeschaltet haben, wir haben den Fall gut getestet, Hoster abgedeckt gehabt, wo alle Traffic über diesen TLS-Proxy kommt. Das haben wir gut getestet. Was wir nicht getestet haben, was passiert denn jetzt? Was passiert denn, wenn die Dienste, die ich brauche, TLS brauchen oder verlangen? Der HA-Proxy, den wir als ausgehenden Proxy genutzt haben, das war eine ältere Version. Und das ist mit den TLS-Zertifikaten nicht so gut zurechtgekommen. Und es hat für tausende von Abhängigkeiten hat das jeweils ein Zertifikat geladen und damit den Speicher ziemlich überladen. Wir hätten das ein bisschen besser testen müssen. Und das Letzte, was ich noch erwähnen sollte, ist, dass es länger gebraucht hat, die ganzen Dienste an Localhost dran zu binden. Wir haben gedacht, wir können einfach im Configuration Management das ändern. Und alle, die mal 000 gegangen sind, die sollen jetzt bitte zu 127.001 gehen. Und das hat nicht so gut geklappt, das hat 2 Wochen gedauert. Wenn wir da ein bisschen mehr Zeit drauf verwendet hätten, das wäre besser gewesen. Ich habe über Performance geredet und das kommt häufiger mal, wenn man ein TLS-Projekt macht. Ja, aber es ist doch langsam. Und zum Glück kann ich sagen, oft sind die schneller geworden. Das habe ich nicht erwartet. Jedes Mal, wenn jemand das sagt, habe ich gedacht, ja, das kann das denn sein? Für einige unserer Dienste ist also das 95. Prozent von der Latenz
bis zu 80% besser geworden. Passwortdienste und so weiter. Die haben das vorher schon gehabt. Die haben das auf dem App-Layer gemacht und die Anwendung zu Anwendung waren jeweils mit TLS dabei zu reden und sie haben häufig neu gestartet und neue Boxen sind gestartet. Und dann konnten die keinen TLS-Session-Caching nutzen. Und das heißt, die haben den TLS-Handshake die ganze Zeit gemacht und das hat es langsam gemacht. Und die Service Discovery Proxies, die sind selten neu gestartet und die bleiben häufig Wochen oder Monate oben und deren TLS-Session-Caching ist sehr warm und die haben fast 100% immer wieder richtig hingekommen. Das heißt, wir haben nur die IIS-Verschlüsselung bezahlt und das ist in Hardware und das heißt, das war nicht so viel. Und damit haben wir alle Bedenken, dass es zu langsam wäre für unser Netz, aus dem Wind geschlagen. Und wenn man das, wenn ihr das jetzt in eurer Infrastruktur machen wollt und vielleicht sind eure Netzwerke nicht so schön segmentiert, wie ihr das wollt und vielleicht ist das ein guter Ansatz für euch, das auf großer Skala auszurollen. Hier sind die Dinge, die ihr euch fragen solltet. Ist das eine gute Lösung für mich? Das Erste. Wie effektiv kann ich diese Proxies in meiner Organisation verteilen? Wir hatten ein Configuration Management System, was das verteilen konnte, und wir hatten die Outbound Proxies. Das heißt, es war für uns eine relativ natürliche Sache. Aber ihr müsst natürlich drüber nachdenken. Und wie würdet ihr Identitäten verteilen? Das ist richtig wichtig, denn eine Identität ist eine Zone. Und wenn ihr Dinge habt, die spezifisch das ausdrücken, dann habt ihr vielleicht eine einfache Art, Zertifikate zuzuweisen. Am Anfang hat nicht jede Instanz eine IAM-Rolle. Das heißt, wir mussten erstmal sicherstellen, dass das dann über die ganze Infrastruktur so ist. Werdet ihr händische Konfigurationen brauchen oder könnt ihr die automatisch generieren? Also wenn ihr es automatisch macht, dann kriegt ihr auf einmal tolle Effizienzgewinne. Und momentan gibt es im Markt ein paar Möglichkeiten, die im Markt vorhanden sind, die das für einen machen. Wir haben es von Hand gemacht, aber hier sind Lösungen, die das für dich tun können. Und die machen das schon heute. Das ist nichts, was wir erfunden haben. Die Idee ist schon eine Weile auf dem Markt. Und die machen das hier auf eine einfache Weise. Und ihr könntet einfach sowas bauen. Aber wenn ihr keinen so großen Sprung machen wollt, dann könnt ihr mit der existierenden Service Discovery schon ein paar Vorteile mitnehmen. In Zusammenfassung sage ich, es funktioniert, dass man zu so einem tief authentisierten Netzwerk machen kann. Und das ist, weil man es schnell machen kann und weil man es unsichtbar machen kann. Dieses automatische TLS und diese Autorisierungsmaps, die helfen. Und der Ingenieur, der hatte vorher und hinterher die gleiche Erfahrung und die nutzen die gleichen HTTP-Aufrufe, die haben die gleichen Abhängigkeiten und die Dienste tagen hintereinander. Deren Arbeitsablauf bleibt der gleiche. Und wenn ein Angreifer da jetzt irgendwie was hackt, dann ist er in einer Netzwerkzone, wo er nicht mit besonders viel reden kann. Und vorher war das ganze Netz offen und jetzt werden ja einfach die Verbindungen ablehnen. Das ist etwas, wovon ich denke, dass es möglich ist, weil wir es gemacht haben und es ist eine klasse Strategie.
Und das konnten wir am Anfang nicht machen, als unser Netzwerk gestartet ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mich Einzelfragen fragen wollt, dann könnt ihr mich hier finden, Max B. auf Twitter, maxburkhardt@airbnb.com. Oder wenn ihr das Engineering sehen wollt, dann Airbnb.io. Ja, vielen Dank. Thank you, Max. Thank you, Max. If you do have a question, please line up on the microphones. Try to limit your question to a single sentence. If you'd like to leave at this point, please do that as quietly as possible. Signal Angel, your first question from the internet, please. Die erste Frage aus dem Internet, bitte. Hello? Yes. Question from internet. Why? Frage aus dem Internet. Warum ist OpenSSL und nicht LibreSSL? Ich habe OpenSSL gesagt als ein zufälliges Beispiel. Man benutzt den Stack, der am besten für einen selber passiert. Und die Pakete für weiteres Hardening wäre es natürlich besser, wenn man zu Boring oder LibreSSL wechselt. The increased risk of local host-bound SSRF. Was ist das Risiko von einem localhost SSRF? Ja, das ist ein Problem für mich. Da habe ich schon vorher dran gearbeitet. Und unser Ansatz ist sehr gezielte statische Analyse. Und wir schauen den Ingenieurcode sehr genau an, wie die HTTP-Aufrufe rausgehen und dass es keine internen Dienste trifft. Und mein Team arbeitet da stark dran und vielleicht könnte das ein zukünftiger Vortrag werden. Wollt ihr Workstations mit einbegreifen? Das ist eine interessante Frage, aber momentan sind unsere Workstations nicht in der gleichen Service Discovery. Und damit haben die keine Core-Proxies, die damit arbeiten könnten. Aber wenn das eine Architektur wäre, dann würde das gut funktionieren. Wenn man die Workstations verwaltet, dann kann man denen Identitäten geben. Wahrscheinlich müsste man den andere Identifizierungsstrategie verwenden, weil die keine IAM-Rollen bekommen. Aber ansonsten ist ein guter Weg. Did they audit the proxy code before placing it in front of all services? Haben die den Proxy Code auditiert, bevor sie den in allen Services ausgerollt haben? Ja, das haben wir gemacht. What are the cost implications for implementation and on your operations in general? Was waren denn die Kostenauswirkungen auf den Rollout und den Betrieb? Auch die Kosten waren relativ niedrig. Der Reverse Proxy ist sehr effizient und er hat nicht extra Compute gebraucht. Das heißt, wir brauchten nicht mehr Maschinen. AES an sich ist relativ billig. Die Generierung der Map ist einfach. Wir haben einen einzelnen Host dafür. Die größte Kosten sind der Transfer dieser Autorisierungskarte. Und da arbeiten wir dran, das zu reduzieren. Wir müssen ein bisschen schlauer damit umgehen, wie häufig wir checken. Und wir haben, wenn wir nicht so viele Topologieänderungen haben, dann können wir das vielleicht ein bisschen seltener machen. Okay, dann Microphone number 2, please. In terms of certification authority, wie sieht es denn mit der Zertifizierungsauthority aus? Wie lange sind eure Zertifikate gültig? Was habt ihr darüber nachgedacht? Wir wollen zu einem Punkt, wo unsere Zertifikate schneller alt werden.
Bei manchen sind sie nur einen Monat oder zwei Wochen alt, bevor sie ausgetauscht werden. Aber wir haben noch ein Verlässlichkeitsproblem, wenn wir das so viel reduzieren. Momentan können wir Dinge rausschmeißen, indem wir sie in 4 Minuten abschalten, indem wir sie halt in eine Blacklist reinschreiben bei der Map Generation. Aber es ist ein länger laufendes Projekt, die Lebensdauer von den Projekten Zertifikaten kürzer zu machen. Since you do all of this on a flat Layer 3 network, weil ihr alles auf einem flachen Layer 3 Netzwerk macht, was bedeutet das für eure PC-ICSS-Umfang? Und was bedeutet das für Firewalls und so Sachen? Our PCI network is a little interesting. Unser PCI-Netzwerk ist interessant. Das ist komplett separat. Und dieses Problem hat uns jetzt keine Probleme gemacht. Aber die Auditoren haben gesagt, das ist ein effektiver Weg, Zugangskontrolle zu strukturieren. Der ist jetzt nicht so ganz Standard, aber unser Kartenhalter-Environment ist es. Wir gehen zu Braintree. Also unsere Compliance-Leute, die haben das gut aufgenommen, was wir hier gemacht haben. Could you elaborate on how you got the management and application engineers buy-in for the changes described in your talk? Kannst du erklären, wie du das Management und die Ingenieure überzeugt hast und deren Buy-in bekommen hast für diese Änderung? Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Da rede ich gerne drüber. Ein großer Teil von Sicherheit ist ein guter Verkäufer von Lösungen zu sein. Wenn du sowas mit so einer breiten Anwendbarkeit hast, dann musst du mit ganz vielen Teilnehmern reden, die also sich um andere Dinge Sorgen machen. Und du musst darüber nachdenken, wie du deren Schmerz reduzierst. Und wir haben also aufgezeigt, dass die mit ihren eigenen Implementierungen von TLS Probleme hatten, hier Performance Benefits. Das sind Dinge, die andere Infrastruktur- und Produktteams gehört haben und das wollten sie. Und das heißt, die waren offen gegenüber unserer Anfrage. Und außerdem haben wir gute Pläne gehabt. Wir haben gezeigt, dass wir gut getestet haben. Und wir haben wie Infrastrukturingenieure gedacht. Das ist, Sicherheit ist unser Ziel. Aber wir haben gut darauf aufgepasst, dass wir nicht unsere Glaubwürdigkeit mit dem Rest der Organisation verbrannt haben. Man muss auch drüber nachdenken, dass es nicht alles durcheinander bringt. Haben alle Knoten das volle, die volle Karte? Also unser Technologie-Stack ist JSON. Und da gibt es was ganz Kleines, was dieses File runterholt von S3 und die relevante Liste von erlaubten Identitäten in das Envoy-Konfigurationsfile reintut. Und Envoy nutzt eine automatisch updatende SDS-Konfiguration, um das alle paar Sekunden zu laden. Last question. Have you considered using a PubSub push of just the relevant metadata? Habt ihr darüber nachgedacht, Publish Subscribe Push für die relevanten Metadaten zu nutzen, sodass er nicht alles verteilen braucht? Ja, wir haben darüber nachgedacht. Man kann das einfach zerhacken, was man verteilt. Das ist eine Frage der Ingenieurzeit. Und wir haben eine ganze Menge anderer Möglichkeiten durch die Sicherheit Service Discovery. Es wäre einfach, das zu machen,
Und weil alles eine IAM-Rolle ist, kann man einfach IAM-rollenspezifische Webfiles und dann halt die runterladen. Das wäre nicht so hart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Und jetzt einen Applaus für diese Präsentation.